Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Genau, wir sind hier noch ein bisschen im Gang am Schreddern. Aber dafür fleißig am Neuaufbauen. Und was mir gerade einfällt, ich habe es natürlich noch nicht geschafft, den ganzen Kram abzureißen. Muss ich sagen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal was anderes machen. Also, weil das will ich euch jetzt nicht auch, weil da sind wir erstmal Ewigkeit mit beschäftigt. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns mal hinten Richtung Dingens begeben. Stahl, also Kohle und so weiter, dass wir das schon mal so ein bisschen jetzt vorbereitend aufbauen, dass wir auch mal ein bisschen weiterkommen jetzt hier. Elementar voll oder was? Ach, ich habe keinen Treibstoff mehr. Uiuiuiui. Aber eine Sache möchte ich trotzdem ganz kurz eben gucken, und zwar beim Strom. Das ist mir immer noch ein Rätsel, warum er mir da nicht vernünftig die 3000 Megawatt produziert. Da möchte ich der Sache mal eben auf den Grund gehen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber ich denke schon. So. Wollen wir mal gucken gehen. Also hier sind drauf zwischendurch 2,8. Okay, aber warum? Ich gehe bei allen, die hier laufen, jetzt mal auf volle Leistung. Also es kann nicht daran liegen, dass mir Biomasse fehlt. Einfach wohl nur das Wasserproblem gewesen zu sein, aber gut, dann wollen wir es mal trotzdem im Auge behalten. Wir wollen mal gucken. Hätte ich mir auch gleich ein bisschen Dinge zu holen können, ne? Ein bisschen Biomasse. Also fest ein Biotreibstoff, meine ich. Ehrlich. Oder, ja, ich weiß nicht, jetzt voranzuschreiten, also müsste eigentlich erstmal mehr Struktur hier reinbringen. Komm, passt auf, scheiß drauf. Wisst ihr was, wie wir das machen? Ich mach kurz Pause, reiß das eben ab und dann geht's gleich weiter. So, da bin ich wieder. So, ich habe das Ganze erstmal vorbereitet. Soweit erstmal abgerissen, wo ich denke, das sollte ausreichen. Gut, ein bisschen müssen wir natürlich noch machen. Ich muss noch einmal kurz nach oben, weil ich will oben mal eben natürlich auch noch mal alles entsorgen. Ja, komm schon. So.
Das machen wir natürlich auch erstmal alles hier weg. Gut, der bleibt natürlich erstmal da. Der geht weg. Gut, das machen wir dann gleich. Dann gehen wir jetzt erstmal, wir haben ja gesagt, wir wollen das Ding auf 5 Elemente kriegen. Das heißt, der hier geht erstmal weg. Und der hier wird offen gemacht, ne? Das heißt, der wird zugemacht. Und bei dem hier brauchen wir einmal das hier. So, dann würde ich aber auch vorschlagen, wir machen auch hier mit der ganzen Verglasung und so weiter, machen wir alles komplett mal eben einmal neu. Damit wir es auch einmal einheitlich haben. Machen wir den auf jeden Fall so, da können wir dann später ein Schild hinmachen. Genau, so, den machen wir erstmal so. Und der hier wandert natürlich dann erstmal nach oben, folglicherweise. Oder kann man den auch von oben runterholen? So, jetzt brauchen wir Lift Nummer 6. Und... warte mal kurz. Gut, dann würde ich aber auch pauschal sagen, dass hier erstmal an sich erstmal nicht weitergeht. Das heißt, ja, wohl, warte mal, hier könnten wir vielleicht einfach so ein Ding hinmachen, da komme ich trotzdem noch um die Ecke rum. Also von daher ist das okay. Ne? So, den ziehen wir jetzt erstmal hier hin. So, wir wollen hier was produzieren. Verstärkte Eisenplatten haben wir gesagt, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir noch dafür brauchen. Ich meine, das wären Eisen-Ding jetzt gewesen, ne? Eisenplatten 20 Stück, genau. Also, machen wir den jetzt auch hier hin. Drehen den natürlich aber auch richtig rum. So, Eisenplatte. So, Produktion, dann brauchen wir jetzt den Fabrikator, den machen wir dann dahin. Der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. So, und der steht schon mal richtig. Dann brauchen wir jetzt einmal einen intelligenten Splitter. Ah, was fehlt? Da mal durfte ran. Rotoren. Aber alles gut. Mach gleich ein paar mehr, dann können wir auch gleich die Item Dispenser davor setzen. Gut, weil dann ziehen wir den nämlich mal eben einfach hier rüber. Ja, doch dahin. So.
Machen wir den mal eben leer. Und nehmen mir 200 raus. So. So, jetzt erstmal die Frage, machen wir erstmal den Strom, würde ich sagen. Wo kriegen wir denn den Strom jetzt erstmal her? Aber wie weit gehen wir denn jetzt erstmal hier? Warte mal. Eigentlich könnten wir ja hier ein bisschen aufteilen. Ne? Also der geht sowieso erstmal komplett zu. Genau. Den machen wir auch erstmal zu. Genau, dann machen wir den erstmal hier raus. Wir müssen gleich den Splitter noch einstellen, dürfen wir nicht vergessen. Ja, aber warte mal, nicht so, jetzt mal kurz gucken. So. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mal zwei. Zwei. Eins. Eins. Den. So, dasselbe machen wir hier auch. So, dann ziehen wir jetzt mal den Strom hier raus. Oh, der sitzt aber völlig falsch hier an der Strommast. Ja, das sieht schon besser aus. Also, wir brauchen insgesamt 45. Okay, so, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch hier vorne den Strom hinkriegen. Aber was wäre... Also hier wäre es ja vielleicht eigentlich ganz cool, wenn wir vielleicht... das dahin machen würden.
und einmal eine verstärkte Eisenplatte einstellen. Gut. Jetzt müssen wir nur noch den Lift einbauen. Achso, und allgemein natürlich den Strom vorne für die Container noch, fällt mir gerade ein. Genau, das heißt, wir gehen nochmal kurz ein paar Eisenplatten holen. Erdgeschoss, einmal zwischen Decke und 16 Meter. So, dann den nach da dran. Den nach da dran. Den nach da dran. Den wieder zu. Gut, jetzt brauchen wir noch hier vorne die Item-Dispenser. So, wenn da, jetzt nehmen wir wieder die Hexagon-Fenster. Ich finde das eigentlich echt ganz cool. So, dann machen die Rampen dran. Wäre es nicht hier vielleicht schlauer? Das wäre vielleicht nur meine Idee. Warte mal. Ich mache jetzt erstmal den hier hin, das ist klar. Mache ich den mal hier hin. Aber jetzt mache ich mal Folgendes. Wäre das nicht eigentlich cooler? Irgendwie schon, oder? Irgendwie wäre das wirklich cool, ne? Das stimmt. Gut. Werde ich auch so belassen. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen umbauen müssen.
Gut, dann ziehen wir den jetzt mal hier rüber. Gut, warum auch immer der jetzt da so rappelvoll ist. Und das ist eine gute Frage, ne? Weil so viele kommen da gar nicht an. Wir brauchen insgesamt 30 und 15, also 45 brauchen wir insgesamt, ne? Genau. So, wir ziehen dann den hier raus. So. Und machen dann aber erstmal 45, hat man gesagt, ne? Genau. So, machen wir jetzt erstmal den hier. So, Logistik. Splitter. So. Ja. Okay, war ein Speicherfreeze. Alles gut. Gut, jetzt müssen wir natürlich den Output erstmal um an der zweiten Mine um 30 erhöhen, ne? Ne, um 45. Wir brauchen hier einmal 30, einmal 45. Genau. So, jetzt gehen wir mal kurz hier rein. So, hier haben wir jetzt 15 eingestellt. Das heißt, hier stellen wir dann quasi jetzt einmal auf 60 hoch. So, scheint aber alles ganz entspannt zu funktionieren, wa? Okay, es funktioniert. Ich bin begeistert. Gut, aber er sollte jetzt gleich auch direkt 100% produzieren, ne? Ja, läuft. Okay, da kommt er raus, das ist gut. Und da wird auch rauskommen wahrscheinlich. Gut, dann haben wir das auch erledigt.
viel haben wir jetzt hier noch? Ja, ist nicht mehr allzu viel, dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt natürlich die Frage, ne? Sag ich aber vielleicht, ich ziehe die auch gerade durch, dass ich das komplett auf die komplette Breite mache. Also das mit den Fenstern, das bauen wir auf jeden Fall um. Das werde ich aber auch hier hinten nochmal umbauen. Genau, das werden wir auch hier nochmal umbauen. Weil das einfach echt viel cooler ist. So eine komplette Glasfront. Aber trotzdem werden wir oben, mal eben ganz kurz einmal hochfahren, werden wir es ein bisschen anders machen. Ich werde hier oben eine Tür reinbauen. Hier wird zugemacht. Und da ist offen. Genau, und so werden wir das quasi oben drauf bauen. Aber dann rein optisch. Genau. Können wir jetzt eigentlich auch hier unten noch den hier machen? Aber nee, nee. Gut, aber würde ich sagen, so können wir das umbauen. Finde ich gut. Läuft. So, gut. Dann müssen wir mal ganz kurz einmal die To-Do-Liste bearbeiten. Verstärkte Eisenplatten sind erledigt. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes auf der Agenda steht. Das müssten, glaube ich, hier, das hier die modularen Rahmen, oder was haben wir hier? Ne, warte mal, hier haben wir das Glas, ne? Das bringt mir momentan erstmal gar nichts. Genau, das bringt mir erstmal gar nichts. Und hier ist noch gar keiner modularen Rahmen her, ne? Was haben wir denn hier drin? Ach, hier ist das Rubite, ne? Mit Tin und den ganzen Kram, genau. Okay, 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 okay. Passt auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Die Produktion soll ja erstmal so stehen bleiben, aber ich würde dann doch jetzt ganz gerne mal eben erstmal ein bisschen an die, ja, ich weiß nicht, wo hängen wir jetzt? Ja, das ist echt alles schwierig gerade. Das ist, das in erster Linie erstmal wichtig, hier erstmal so ein bisschen aufzuräumen. Auch wie gesagt, es wird hier ein Totalumbau, ja, aber in erster Linie würde ich jetzt aber auch ein bisschen mehr Richtung Stahl tatsächlich schon mal gehen, dass ich den Stahlbohrer kriege, dass ich von diesen ganzen Wasserquellen wegkomme, weil ich habe keinen Bock, die eigentlich alles ständig mit Wasser zu betreiben. Genau, und die Sachen muss ich eh nochmal umbauen. Also da haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun. So, aber er ist gleich fertig, das ist gut. Ich weiß, es nimmt langsam Form an, los nicht. Aber ich würde trotzdem ganz gerne jetzt schon mal ein bisschen Stahl produzieren, glaube ich. Allein um den Stahlbohrer zu kriegen, dass wir dann direkt da nahtlos weitermachen können. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal eben ganz kurz einmal eben schauen nach meiner Betonproduktion, die dazu läuft. So, warte mal, ich mache das auch noch mal eben richtig. Genau, das müssen wir nämlich noch einmal eben
tauschen. So, mal schauen, wie sieht's denn hier aus? Also hier geht momentan gerade gar nichts weg, weil was fehlt? Ja, es fehlt tatsächlich echt das Gestein. Also Schlacke an sich habe ich erstmal genug. Aber es fehlt das Gestein. Da kommt zu wenig an. Okay. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ist das zwangsläufig gesehen. Das ist ja das, was oben vom Kupfer kommt. Und deswegen wäre da sinnig der Stahlbohr-Dingsbums. Weil dann kriegen wir da genug Schlacke zusammen. Ich meine. Deswegen würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge, ich organisiere jetzt erstmal ein bisschen Biomasse. Und in der nächsten Folge werden wir dann oben ein bisschen Platz machen. Und wenn dann schon mal so ein bisschen grob, sage ich mal, eine Stahlproduktion aufbauen. Weil dafür haben wir eigentlich alles, glaube ich, freigeschaltet. Ne? Gehen wir nochmal kurz einmal zum Hub und gucken nochmal nach. Aber ich meine, für die Stahlproduktion hätten wir alles freigeschaltet. Dann wollen wir noch mal kurz gucken. Die drei Sachen können wir noch nicht. Ja, die könnten wir freischalten. Würden wir auch freischalten. Aber müsste eigentlich. Gut, das ist erstmal egal. Das spielt keine Rolle. Nö, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Luftsammler kann ich bauen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir nächste Folge an. Ründchen Stahl, ne? Genau so sieht es dann nämlich aus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.